kann. Aber im Grunde genommen sind sie noch etwas verschlossen in der Nase. Merken Sie das? Also die Aromen sind stärker im Nachgeschmack. Im Mund schließen sich ja die Aromen auf. Man könnte sie, wenn ich jetzt so, also wir haben bloß leider gar nicht so viel Karaffen hier, man könnte sie natürlich karaffieren, das war kein Depot, aber mit der Luft dazu wird die Weine sicher gut. Der Jahrgang 2006 wäre fast so gut wie 2005 geworden, wenn es im Herbst nicht geregnet hätte. Das sind häufig die Merlot-Weine, die ein bisschen früher geerntet werden, ein bis zwei Wochen im Vorteil gewesen. Aber ich denke, da tut sich nichts. Es ist schön, dass wir Merlot und Cabernet geprägte Weine vom gleichen Weingang direkt im vom gleichen Jahrgang direkt im Vergleich haben. Der Jahrgang ist meiner Meinung nach heute nicht mehr so wichtig, weil wenn gut im Weinberg gearbeitet wird, kann der Winzer auch im klimatisch schwierigen Jahrgang trotzdem einen schönen Wein machen. Und 2006 war nicht klimatisch wirklich schwierig, aber nicht so leicht wie 2005. 2005 war ja ein Jahrhundertjahrgang. Ja. Also ich bin gespannt, welcher Wein Ihnen jetzt besser schmeckt, zum Niedrigtemperatur gebratenen Rinderfilet, an Kartoffelmuslin mit glaciertem Babygemüse und Morchelschü. Die Morchelschü ist kräftig, hat man mir gesagt. Und was sehr interessant war, ist die Garmethode. Ich meine, das Niedrigtemperaturgarn ist klar, aber es wird dann auch noch im Vakuumbeutel gemacht, dass alle Aromen drin bleiben. Bei 50 Grad Außentemperatur, was heißt innen nicht mehr als 49. Und das ist seit heute früh im Ofen. Also ich bin schon sehr gespannt. Und dann frage ich Sie nachher, welcher Wein Ihnen am besten geschmeckt hat. Weiterhin guten Appetit.